Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox. Und heute sind wir im Blocks Tycoon drin. Dieser wurde erstellt von Alektivo. Ich will hoffen, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe, aber ich denke mal schon, Alektivo müsste das gewesen sein. Und ja, wir gucken jetzt gemeinsam mal da rein. Es sieht bis dato, muss ich sagen, sehr, sehr gut aus. Ich weiß auch gerade gar nicht, gab's das nicht schon mal, das Spiel? Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht. Wir gehen einfach mal zu Russo Place. Ich meine, das war doch Russo, oder? Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht. Wir touchen das einmal und wir sind drinne. Es sieht sehr, sehr gut aus bis dato. Also es gefällt mir. Ah, hier fallen so kleine Russos raus aus dem Dropper. Das finde ich nice. Das finde ich wirklich sehr, sehr nice. Collecten geht auch. Also ich habe jetzt gerade auch nochmal aufs Profil drauf geguckt. Und die Person ist auch die Person, die das eingesendet hat auf dem Discord. Ich weiß halt nicht, ob die Person auch Englisch oder besser gesagt, ob die Deutsch spricht. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weil ich habe jetzt auch nicht gesehen, ob die Person in einer deutschen Gruppe drin ist. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Ich habe halt gesehen, dass die Person auch auf dem Rowbuilder Discord drauf ist, so wie ich auch. Und ja, also es gefällt mir sehr, sehr gut. Vom Design her. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Place kennt oder ob ihr das schon mal irgendwo gesehen habt, weil mir kommt es irgendwie sehr bekannt vor. Aha. Was ich halt schon wieder nicht mag, dass das alles dieselben Dropper sind. Man könnte immer ein bisschen was an einem Dropper verändern. Natürlich ist jetzt die Größe ein bisschen verändert. Das hier ist die Mine. Das hier sind die zwei normalen Dropper und ich glaube, das hier war ein Mega-Dropper. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Das muss man schon mal so sagen, wie es ist. Also hier scheint auch alles selber gebaut zu sein. Weil die Person gibt auch selber an im Profil auf Roblox, dass die Person Bilder ist. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn man es halt auch angibt, was man macht. Weil das hier könnte das Kit sein, was es im Roblox Studio auch gibt. Also es gibt da ein Kit, was man auch nutzen kann. Und das hat halt auch dieselbe Animation zum Aufbauen. Diese Animation wurde auch von Robocrafter LP erstellt. Also auch mit dem ich zusammenarbeite. Und ja, mir fällt es direkt auf, weil die Zeit ist ein bisschen runtergesetzt, glaube ich. Es kann natürlich auch gut möglich sein, dass es wirklich von ihm das Tycoon-Kit ist. Was halt schon nice wäre. Aber ich glaube eher weniger. Ich meine, er war nämlich reiner Bilder. Kaufen uns auch mal hier den Weg drin. Finde ich auch. Sieht top aus. Also gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ihr findet den Link natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann gerne vorbeigucken und euch das Spiel selbst mal angucken. Weil wir werden das wahrscheinlich wieder nicht komplett durchspielen. Das mache ich hier öfters so. Es sei denn, der Tycoon geht schnell voran, dann mache ich das natürlich sehr gerne, dass ich da auch ein bisschen länger spiele. Ah, jetzt fällt die Frisur von, ja, von Russo hier raus. Sehr nice. Ich habe mal für 40 Robux hier diesen goldenen Dropper geholt, weil 40 Robux ist jetzt nicht besonders viel. Ja, ist cool, dass da, oh, der andere Russo ist rausgefallen. Oh nein, Russo, ich bringe dich wieder aufs Förderband, wenn es geht. Nee, scheint nicht zu gehen. Aber ich finde es cool, dass da auch ein Goldner jetzt rausdroppt. Sehr, sehr nice. Wir kaufen uns mal hier den Dropper. Ich finde es halt wirklich schade, dass die nicht alle... Also, dass sie alle gleich aussehen, finde ich halt ein bisschen schade. Muss ich wirklich so sagen, wie es ist. Na, schade, schade, schade. Na, ich glaube, der will auch gar nicht mehr verschwinden. Der... Ah, doch, jetzt. Wolltest du mich gerade erwähnen? Der will irgendwie nicht verschwinden, der Russo, der da rausgefallen ist. Ich habe mal den Gear-Stand geholt. Wir holen uns mal hier das Random Gear. Ist das denn auch wirklich random? Also, dass man wirklich random da die ganze Zeit Sachen rausbekommt? Also heißt das, der natürlich, der ist jetzt hier mit einer Gravity Coil. Aber wenn ich jetzt hier kaufen würde, würde jemand anderes hier was anderes rausbekommen aus dieser Area? Das weiß ich halt nicht. Hm, jetzt ist es ein Eisstab. Okay. Gut, war ein bisschen hell hier gerade. Ich denke mal, wir kaufen uns erstmal die Walls durch, weil wir sind da vorne mit den Droppern komplett fertig. Okay, die werden wirklich Schritt für Schritt aufgebaut. Ach, da werden die Bäume erstellt und hinter mir. Ja, das ist schon cool gemacht. Also wir können jetzt noch den Konvoyer, können wir noch upgraden. Gucken wir eben, was das wird. Ach, da fließt das alles schneller. Okay, okay, ich verstehe. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. 10.000 brauchen wir dafür. Wir kaufen nochmal hier die Boxen. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr, weil das alles so, ja, schön alles klein gehalten hier drin ist. Und dass man hier schön alles gefüllt hat. Irgendwie passt das alles perfekt zusammen. Also es gibt hier halt eine Pflanze, hier gibt es ein paar Kisten, die ein bisschen
dieses Place ein bisschen drücken, aber das gefällt mir. Das sage ich ja auch jedes Mal, dass man... Oh, wir haben die Bronzestatue des Bloxys bekommen. Nice. Nee, das sage ich ja auch jedes Mal, dass man, wenn man keine Ideen mehr hat, ruhig den Tycoon füllen. Das ist das Wichtige daran. Wenn man den Tycoon füllt. Wie auch schon gesagt, ich gebe ja nicht mehr viele Robux in solchen Tycoons aus. Er hier gefällt mir wirklich sehr. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob der selber gemacht ist. Oder ob das irgendwie eine geklaute Version ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe ja immer so gesagt, dass ich jetzt so um die 250 Robux ausgebe für Leute, die wirklich auch Interesse zeigen an dem Spiel, was sie da machen. Und aus diesem Grund hauen wir nochmal 50 Robux rein, sind wir jetzt bei 90. Und das ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt müsste es ja noch schneller gehen, ne? Ja, okay, sehr schön. Es funktioniert sogar perfekt. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wenn wir hoffen, dass da jetzt gleich nichts rausfliegt. Naja, wir nehmen uns nochmal ein bisschen Geld mit und gehen dann nochmal nach oben. Es sei denn, wir haben auch oben einen Part-Collector. Nee, wie hieß das nochmal? Ein Cash-Collector. So, wir haben ein Video hochgeladen. Okay, kaufen uns hier den nächsten Dropper. Oh, der sieht ja auch schon wieder nice aus. Okay, gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr. Oh, wir konnten hier unten noch Lights kaufen. Machen wir auch nochmal eben. Aber ich finde Lights jetzt vor allem jetzt gerade ist es ein bisschen zu krass. Also hier ist es ein bisschen zu hell. Und ich finde Lights lohnen sich halt nur, wenn man natürlich hier einen Tag-Nacht-Modus drin hat. Ich weiß halt nicht, ob hier jetzt auch Nacht wird. Das weiß ich nicht. Ach ja, und wahrscheinlich denkt ihr euch gerade so, warum ist denn heute Dienstag und warum kommt heute ein Video? Ich werde es wahrscheinlich jetzt so machen, dass wir wirklich jetzt die komplette Woche durchmachen. Das heißt, dass wir jetzt die ganze Woche Spiele testen, um einfach mal ein bisschen voranzukommen. Weil ich kriege wirklich sehr, sehr viele Anfragen momentan, dass es ein bisschen schneller vorangeht. Und dass ich auch mal Leute nehme, die bis dato noch nicht dran waren. Weil ich habe jetzt auch schon mehrere Anfragen bekommen von Leuten, die jetzt schon das nächste Spiel einsenden wollen. Und ich bin der Meinung, ich sollte erst die Spiele spielen, die eingesendet wurden, damit es ein bisschen angenehmer ist. Und damit das natürlich auch gerechtfertigt ist für die Leute, die natürlich bis dato noch nicht dran waren. Das ist das Wichtige daran. Jetzt sind wir schon bei 140 Robux, die ich ausgegeben habe. Heißt, ich habe mir jetzt hier auch nochmal diesen Dropper gekauft. Ich will nur hoffen, dass dieses Place wirklich komplett selbst gemacht ist und nicht aus der Toolbox ist. Das will ich immer wieder ansprechen, weil das ist mir wichtig. Dass ich hier nichts unterstütze, was geklaut ist oder sonstiges, weil diese Person, wenn ich es herausfinde oder mir das jemand sagt und mir einen Beweis liefern kann, wird die Person auch vom Discord gebannt. Ganz einfach. Damit es halt wirklich für jeden, das ist ein Kabel. Ah, ich dachte, das wäre ein loser Part oder sowas. Ja, damit die Person halt, die was einsenden, Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals, nichts mehr einsenden können, ne? Das ist mir halt ganz, 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 ganz wichtig, dass ich hier nichts unterstütze, was geklaut ist von jemand anderen. Ich denke mal, wir kaufen uns mal einen schnelleren Konvoyer. Kaufen wir uns das hier. Wow, okay, das ist schon nice. Das ist wirklich schon nice gemacht. Achso, ist das hier ein Hackertisch? Ich glaube, das ist ein Hackertisch, ne? Ich glaube ja. Also ich werde vielleicht am Ende nochmal was zu diesem Video sagen. Oder besser gesagt zu dem Spiel. Weil ich werde auch nochmal die anderen Spiele von dieser Person ausprobieren oder auschecken. Um einfach eine Gewissheit zu haben, ob die Person wirklich hier alles selber gemacht haben könnte. Das weiß man natürlich nie. Oder ob das hier alles wirklich nur Fake ist. Aber er schreibt ja selbst ins Profil, dass er Bilder ist. Und dann nehme ich mal an, dass er das auch macht. Und dass hier auch alles selber gemacht ist, was wirklich erstaunlich ist. Es sieht wirklich top aus. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dann gucken wir nochmal eben ganz kurz. Wir können uns noch diesen Bildschirm hier holen. Ist das noch ein Bildschirm? Ja. Jetzt müssen wir uns eigentlich noch einen Worker kaufen. Ach nee, da brauchen wir auch nochmal 60.000. Ich glaube, wir kaufen erstmal uns das hier. Genau. So, das kostet 5.000. Das hier kostet 10.000. Das können wir nämlich auch noch kaufen. Das kostet 15.000. Sehr, sehr gut. Wir gucken mal eben nach. Was sagt eigentlich die Konsole? Oh. Ist aber nur eine Data. Also ein Sound. Das ist jetzt nicht so weltbewegendes. Ich denke mal, es liegt am Collector. Aber was war die oberste Sache? Hier können wir uns auch Sachen kaufen. Okay.
Das ist aber noch günstig, 350 für 1 Million. Muss ich sagen, ist wirklich sehr günstig. Bei was waren wir eben eigentlich? Waren wir jetzt bei 300? Bei 140, ne? Robux, die wir ausgegeben haben? Ich glaube ja. So, wir upgraden jetzt nochmal die Augen, die da rauskommen. Ich glaube, das soll sowas mit Hacker-mäßiges sein. Ich glaube ja. Ich weiß jetzt gerade nicht. Dann kaufen wir uns noch hier den Worker. Den guten alten Loop Worker. Ach, dann geht das schneller, oder wie? Kommt mir jetzt irgendwie schneller vor. Make the Loop Bridge. Na, ob wir das wollen. Ich weiß ja nicht. Ja, ich denke mal, wir kaufen uns erstmal ein Gear und gucken nochmal nach. Okay, ein Feuerball. Funktionieren die Sachen? Achso, das ist gar kein Feuerball. Irgendwas ist das. Ich weiß nicht was. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe immer das Problem mit den Waffen. Muss ich einfach so sagen, bei Roblox im Allgemeinen, dass die nicht funktionieren, wenn ich die reinsetze in meinen Tycoon. Dann funktionieren die meisten Waffen gar nicht. Es liegt wahrscheinlich auch an R6, weil der Charakter hier ist gerade R6. Der ist nicht R15, so wie die meisten Charaktere, weil hier auf R6 gestellt wurde. Finde ich aber jetzt auch nicht so schlimm. Aha, wieder eine neue Waffe. Ein Bogen. Bumm. Ach, der hängt wirklich, der Pfeil. Okay, ich habe den gerade nicht gesehen da hinten. So, dann kaufen wir uns hier die Wall und hier auch nochmal und hier auch nochmal und hier die Owner Door. Ich glaube, wir sind sogar gleich durch mit dem Tycoon, kann das sein? Ach ne, hier werden nochmal Stairs gebaut. Okay, aber fragt sich nur, wohin? Okay, es wird nochmal ein neuer Floor erstellt. Ich werde nochmal nach oben gehen und nochmal hier den Bereich fertig kaufen. Und dann beende ich gleich auch schon das Video, weil wir haben jetzt schon sehr viel gesehen, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Falls ihr wissen wollt, mit welchem Kit das hier gemacht wurde, wird auch unten in der Videobeschreibung nochmal ein Link gepostet, da könnt ihr nochmal vorbeigucken. Und ja, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und könnt damit auch was bauen, weil mir kommt dieser Baustil sehr, sehr bekannt vor. Also besser gesagt der Aufbaustil, nicht der Baustil, sondern der Aufbaustil. Und ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, ich habe jetzt hier nochmal... Ah, das ist cool, okay, da muss ich sagen, das war cool. Der Rainbow Game Pass unten hat auch gleichzeitig diesen hier erstellt. Heißt hier, den konnte ich auch noch kaufen. Das ist cool. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Aber da ich gesagt habe, wir zahlen hier so ungefähr 200 bis 250 raus, rein, nicht raus, würde ich nochmal hier den für 60 Robux kaufen. So, und da habe ich es auch schon gekauft und der hat jetzt einen Dominus auf und gleichzeitig eine, ja, Statue da stehen. Und wir sind durch. Wir haben es geschafft. Also, natürlich mit der zweiten Etage. Ich will euch natürlich auch noch ein bisschen Spaß überlassen, deswegen habe ich jetzt gerade nicht weitergespielt. Aber für das Spiel, so wie es jetzt gerade aussieht, sieht das verdammt gut aus. Und mich würde es freuen, wenn so eine Person, die so einen Tycoon baut, auch ein bisschen Präsenz bekommt. Das heißt, ihr findet den Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da einfach reingeht, einfach auch mal ein Like da lasst bei dem Spiel, weil es sieht ja verdammt gut aus. Und dass man mir so ein Spiel sendet, finde ich schon ein bisschen krass. Ja, muss ich einfach so sagen. Also ich bin begeistert. Also Top und Daumen nach oben. Und ich werde jetzt nochmal abchecken gehen, ob die Person vielleicht doch noch woanders so gebaut hat oder nicht, um nochmal nachzusehen, ob die Person das hier wirklich selbst gebaut haben könnte. Hier bin ich nochmal in einem anderen Spiel drin von der Person und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es die Person sogar ist, die das gemacht hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat diese Person auch schon mal bei RoBuilder was eingesendet gehabt, was er sich angeguckt hatte und ich glaube, es war sogar diese Map hier. Und es gefällt mir wirklich extrem gut, vor allem da oben, dass sich so gesagt die Blätter im Wind bewegen. Ist natürlich nur so eine kleine Animation, aber die finde ich schon sehr nice und das macht halt schon was her in so einem Spiel. Also Respekt an diese Person, die mich wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden hat, weil sie wahrscheinlich Englisch spricht, aber es ist ja vollkommen in Ordnung. Support ist kein Mord und ich supporte sehr, sehr gerne die Leute und ja, er hat es definitiv verdient, auch dabei zu sein. Also mein Glückwunsch, wir versuchen jetzt hier nochmal ganz kurz die Obby durchzumachen. So, so, so und dann hier hin und dann hier, hier und warum gehen wir nicht einfach hier hoch? Sehr schön. Hätten wir jetzt auch einfach hier den Berg hochhüpfen können? Nee, da oben wäre eine Platte gewesen. Okay. Nee, aber es ist die Person, definitiv.
Und ja, mir hat sehr, sehr gut gefallen, der Tycoon. Ihr findet den Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls ihr selber was zum Einsenden habt, könnt ihr das gerne auf meinem Discord tun. Einfach reinjoinen und in eure Games reinposten. Dann würde ich sagen, bis demnächst, euer Zerox. Ciao, ciao.